Und wieder ist ein Quartal vergangen und Apple hat im traditionellen Conference Call die Zahlen bekannt gegeben. Insgesamt betrug der Umsatz 35,3 Milliarden US-Dollar mit 6,9 Milliarden Gewinn. Verkauft wurden 4,6 Millionen iPads, 31,2 Millionen iPhones und 3,8 Millionen Macs. Anfang des Jahres gab Canonical einen Einblick in ihr mobiles Ubuntu OS. Nun wird versucht, per Crowdfunding ein Smartphone der nächsten Generation zu finanzieren. 32 Millionen Dollar müssen für das High-End-Gerät mit 4 GB RAM, 128 GB Flash-Speicher und Multicore-Prozessor gesammelt werden. In den öffentlichen Verkauf wird es nicht gelangen. Schneller, schärfer Android 4.3. Google stellte nun wie erwartet die neue Revision des Nexus 7 Tablets vor. Das Gerät kommt mit einem 1920x1200 Pixel scharfen Display, Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und zu einem Preis ab 229 Dollar auf dem Markt. Am Mittwochabend startete nun endlich unser neues Forum apfelecho.net. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden durften wir über 100 registrierte Mitglieder, 21 Fragen und 124 dazugehörige Antworten verzeichnen. Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns über jedes neue Mitglied, das Teil der doch etwas anderen Community-Plattform werden möchte. Auch ein Thema zu dieser Sendung ist bereits eingerichtet. Schaut doch mal rein, wir freuen uns auf eure Beiträge.